liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Sie nochmals im digitalen Format begrüßen zu unserer Seniorenveranstaltung in diesem Jahr. Neuwieda Impression, das ist die Überschrift über den nachfolgenden kleinen Film, den wir für Sie gedreht haben. Und wir werden Sie an ganz besondere Orte in unserer Stadt führen. Beginnen wollen wir am Schloss in Neuwied, ein wirklich identitätsstiftendes Gebäude und einer der zentralen Orte auch für die Innenstadt. Und mit Sicherheit auch einer der größten und schönsten Blickfänge hier bei uns in unserer Stadt. Wir werden zum Beispiel nach Engers gehen, um Ihnen das Schloss etwas näher zu bringen. Darüber hinaus auch noch nach Feldkirchen, in die Feldkirche oder auch nach Altwied. Es werden also einige für Sie auch mit Sicherheit interessante Orte dabei sein, wo wir Ihnen vielleicht auch das ein oder andere Neue noch mal zeigen können. Ich darf Ihnen dabei viel Spaß und viel Vergnügen wünschen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in Engers, auf Schloss Engers. Mein Name ist Michael Schneider, einer der Nachtwächter von Engers. Erbaut wurde das Schloss Engers von 1757 bis 1763. Ja, wir machen jetzt einen ganz kurzen Zeitsprung, ganz weit zurück. 773 nach Christus hat König Karl, ein Frankenkönig, später Karl der Große, einen Marktflecken gegründet, mit Namen Angerisagowa. Angerisagowa setzt sich aus drei Wörtern zusammen. Anger wie Wiese oder Grün, Isa wie Fluss und Gau, Gowa wie Land. Angerisagowa. Durch Lautumstellung wurde es später zu Engersgau. 1357 erwarb der damalige Graf Wilhelm I. von Wied die Stadtrechte von Engers von Kaiser Karl IV. Er begann auch sofort, die Stadt zu umwallen, zu umfrieden, mit Wehrtürmen, mit Stadtmauer. Die Umwallung der Stadt Engers begann mit dem Grauen Turm. Grauer Turm ist aber der falsche Ausdruck. Er hieß ursprünglich Grafenturm und wurde mit V geschrieben, aber wurde nachher durch Lautumstellungen zu einem Grauen Turm. Weil V und U ähneln sich ja sehr. Ja, wir stehen ja hier auf dem Grauen Turm oder ehemalig Grafenturm. Unweigerlich zu sehen natürlich der Rhein. Und im Hintergrund sehen Sie die Rheinbrücke, sogenannte Urmützerbrücke oder wie die Engerser auch sagen, Engerscher Brück. Oder ganz ursprünglich die Kronprinzenbrücke. 1371 verlor aber Graf Wilhelm seine Stadtrechte zu Engers und auch viele Gebietsansprüche in seinem Grafentum an den Kurfürsten und Erzbischof von Trier, Kuno von Falkenstein. Er lag mit ihm in Fehde und verlor diesen Krieg. Kuno von Falkenstein übernahm dann Engers und errichtete hier in Engers seine Burg- und Zollstation, die Kunostein. Eine wehrhafte große Burg, die ähnelnd war mit der Marxburg. Diese wurde später von seinem Nachfolger Werner von Falkenstein weiter ausgebaut und die Zollstation von Stolzenfels hier nach Engers verlegt, wo dann Zoll eingenommen wurde. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde 1662 auf der Bendower Straße die Pestkapelle erbaut. Marodierende Söldnerheere aus Frankreich und Europa haben hier verheerende Spuren hinterlassen und von den ganzen Familien, die hier in Engers ansässig waren, blieben fünf Familien übrig. Diese fünf Familien haben sich zusammengetan und haben ein Gelübde abgelegt,
Wenn die Pest an ihnen vorbeiziehen würde, würden sie an der Prozessionsstraße von Engers nach Sein eine Kapelle erbauen. Und des Nachts rollte ein schwarzes Fass den Rheinberg runter und schwupp, am nächsten Tag war die Pest vorbei. Die Pestkapelle wurde gebaut zu Ehren des heiligen Sebastian. Er war in der diokletianischen Zeit, im 4. nachchristlichen Jahrhundert, römischer Offizier und auch Schwager der heiligen Irene. Diokletian ließ die Christen verfolgen, unter anderem dann auch Sebastian, der durch Pfeilschüsse zu Tode gekommen ist. Ein Martyrium, und die Wunden, die er dadurch erlitten hat, ähnelten sehr den Geschwüren und den Auswürfen der Pestkranken. Schloss Engers blieb bis 1803 in kurfürstlichem Besitz. 1803 musste der letzte Trierer Kurfürst Clemens Wenceslaus fliehen an den heranrückenden Truppen Napoleons und der französischen Revolutionstruppen. Nach 1803 wurde sämtliches Kircheneigentum und Gebiet von Napoleon aufgelegt, die sogenannte Säkularisation. Kirchengut wurde verstaatlicht. Nach der napoleonischen Ära ab 1815 kamen wir zu Preußen. Und hier wurde in unserem Gebiet Rheinpreußen geschaffen. Und hier dieses Schloss kam dann in den Besitz der Preußen. Es wurde eine Kriegsschule 1863 hier eingerichtet. Und hier in dem Spiegelsaal, den wir hier sehen, können wir sehr anschaulich sehen, wie halt eben der letzte Kurfürst hier auch seine Feste und alles gefeiert hatte. Dieses Deckengemälde ist einzigartig. Es ist gemalt von Januarius Zick. Und ein Duplikat davon sehen wir in Bonn in der Augustusburg. 1928, um gerade mal ein paar Jahre zurückzugehen, hat die St. Josephs Gesellschaft dieses Schloss erworben und es wurde orthopädische Klinik. Der Hintergrund: viele Kriegsversehrten aus dem Ersten Weltkrieg haben hier in Engers eine Heimstatt gefunden und bekamen hier Prothesen an Arm und Beine, manche sagen auch Köpfe. 1957 bekam Engers seine Stadtrechte wieder zurück. Und diese Stadtrechte blieben dann bis 1971. Nach der großen Gebietsreform wurde Engers eingemeindet zur großen Stadt Neuwied. Das Schloss mit umliegenden Gebäuden ward seit dieser Zeit immer wieder oder immer noch Krankenhaus für Orthopädie. Und hier in diesem Spiegelsaal, wo wir uns hier befinden, war Aufwachraum von den frisch Operierten. Und man kann sich vorstellen, wenn man das Deckengemälde sich anschaut, egal wo man hinschaut, entweder man befand sich im Himmel oder wenn man dann die Saattüren mit ihren boxbeinigen Füßen und Beinen sieht, dann wurde es einem doch anders. Später, ab 1990, erwarb das Land Rheinland-Pfalz dieses Schloss. Es wurde aufwendig renoviert und es ist dann auch Heimstatt der Villa Musica geworden, Landesakademie für Musik. Ab dieser Zeit werden hier junge Stipendiaten der Musik ausgebildet und sie können hier in dem prachtvollen Spiegelsaal ihre Musik und Darstellung bieten. Was noch zu erwähnen wäre, ist das Außenwerk hier von dem Schloss Engers. Die Gitter und auch das Schlosstor sind seit 1757 im Außenbereich so erhalten wie im Ursprung. 1953 hat ein hiesiger Schmiedemeister, Werner Schneider, mein Papa, diese Außenwerke aufwendig renoviert. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und vielleicht auch einen Besuch hier in Engers zu einer Nachtwächterführung. Aber der Nachtwächter darf sich bedanken und Sie grüßen. Und wie bedankt sich ein Nachtwächter mit dem Nachtwächterlied? Hört ihr, Leut, und lasst euch sagen, unsere Glock hat 10 geschlagen,
10 Gebote setzt Gott ein, auf dass ihr gehorsam sein. Menschen wachen kann nichts nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, in deine Güte und Macht, schenk euch eine gute Nacht. Mein Name ist Manfred Pohlmann. Ich bin seit fast 50 Jahren mit meiner Gitarre unterwegs und freue mich heute, den Film Neuwieder Impressionen mit meinen Liedern musikalisch begleiten zu dürfen. Wir sind froh, dass wir heute in diesem wunderbaren Ambiente in der Abtei Rommersdorf in der Orangerie unterkommen konnten. Wir fühlen uns wirklich wohl, oder man kann sagen, ich denke, mir geht's ganz gut. Was angeknickt und ein gediehltes Knie. Schönheit, die einfach berückt, von mir sagt man das nie. Zum Gardemaß fehlt mir ein Stück, ich bleib auch klein mit Hut. Ein anderer nähmt sich da einen Strick, ich denk, mir geht's ganz gut. Den Geldsack hab ich nie hofiert, es ist halt nicht mein Ziel. Der Weg, auf den mein Herz mich führt, er hat ein anderes Ziel. Es ritzt mich nicht der spitze Zahn, der Karriere gut. Solange ich mir eins singen kann, denk ich doch, mir geht's ganz gut. Energisch vorgereckt das Kinn, der Mensch im Lebenskampf. Ich komm mit dieser Kühe nicht hin, mir fehlt ein bisschen Dampf. Ich hab nen Schmetterling im Kopf, ein Vogel unterm Hut. In strengen Augen bloß ein Tropf, denk ich doch, mir geht's ganz gut. Graue Mauern, kaltes Licht und Herzen wie aus Stein. Was glitzernd in die Augen sticht, das ist der schöne Schein. Ich fühle deine kleine Hand, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ein Lächeln, das die Kälte band. Ich denk, mir geht's ganz gut. Doch ich denk, mir geht's ganz gut. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Abtei Rommersdorf. Bin der Geschäftsführer der Abtei Rommersdorf Stiftung. Mein Name ist Reinhard Lahr. Ich selbst komme auch hier aus Einfach weiß und wir bemühen uns im Verein und in der Stiftung um den Erhalt dieser Anlage. Nun aber zur Geschichte der Abtei Rommersdorf. Sie war eine Gründung der Isenburger. Die Isenburger waren ein rheinisches Uradelsgeschlecht und waren hier an Ort und Stelle begütert. Sprich, sie hatten hier eine Niederungsburg, die um 1100 aufgegeben wurde zugunsten einer neuen Burganlage. Nachdem sie den Ort verlassen hatten, bemühte sich der damalige Erzbischof Albero von Montreuil, den neuen Reformorden der Prämonstratenser, die in seiner Heimat sehr umschweifig waren, nach hier zu holen. Die Prämonstratenser waren ein Reformorden, ähnlich der Zisterzienser, wurden ziemlich genau vor 900 Jahren in Prémontré in der Picardie, also Nordfrankreich, gegründet. Ordensgründer war Norbert von Xanten oder Genep am Niederrhein. Er hatte sich 1115 zum Priester weihen lassen. 1121 erfolgte die Ordensgründung. Rommersdorf ist 1135 gegründet worden, ein Jahr nach seinem Tod. Und Mitte des 14. Jahrhunderts gab es in Europa bereits 300 Prämonstratenserklöster. Die Isenburger fundierten die Abtei mit Liegenschaften, statteten sie wirtschaftlich aus, brachten größere Stiftungen ein, damit das Kloster auf lange Zeit existieren konnte.
Im Gegenzug wurden sämtliche Isenburger Familienzweige in der Abteikirche bestattet, um dort für ihr Seelenheil zu beten. Die Geschichte der Abtei im Mittelalter war von einigen Hoch- und Tiefs geprägt. Sie hing maßgeblich an den Persönlichkeiten, die hier als Äbte fungierten. Zu nennen ist Bruno von Braunsberg aus einem Kölner Geschlecht, der als Kreuzzugsprediger des vierten Kreuzzugs maßgeblich namhafte Bauleute aus Frankreich nach hier holte und diese auch dafür Sorge trug, dass einige Bauteile neu erstanden. Dann gab es natürlich auch Phasen, die von allgemeinen Zyklen durchsetzt waren, sprich Pestepidemien, die Reformation, also das 14. und 16. Jahrhundert waren eher durch Tiefs geprägt. Die Tochterklöster der Abtei wurden fast sämtlich während der Reformation aufgelöst. Eine Zäsur stellte der Dreißigjährige Krieg dar. Nach dem Ende des Krieges setzte ein weiterer wirtschaftlicher Aufschwung ein, der bis in das späte 18. Jahrhundert anhielt. So wurde Ende des 17. Jahrhunderts die Kirche neu konzipiert, zwar verkleinert, aber barockisiert, und im Umfeld wurden neue Gebäude errichtet. Einige wesentliche Wirtschaftsbauten, um an diesem Modell hier die Chose zu erklären, hier wird es sehr augenfällig. Also es entstanden zwei neue Flügel der Abtei und die Kreuzgang und weitere Gebäudeteile wurden neu barock überbaut. Es entstanden zwei barocke Refektorien, ganz besondere Art. Sie werden sie nachher sehen. Und in dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts hat unter maßgeblicher Führung des Planers Nikolaus Lauksen ein weiterer Höhepunkt stattgefunden, architektonischer Art. Es wurde ein neues Gästehaus errichtet. Da befindet sich heute eine Dependance des Landeshauptarchivs in Koblenz. Einige Wirtschaftsbauten, die wir noch haben, und das bekannte Westportal oder Feldtor der Abtei, im Volksmund wegen der aufstehenden heiligen Figuren Engeltor genannt. Schließlich hat man die Abtei im Jahr 1820 zu Verkauf angeboten, in den Staatsanzeigern inseriert und in Koblenz dann versteigert in einem namhaften Lokal. Eine Madame Fräsch aus Leipzig ersteigerte Rommersdorf und das Hofgut Wilfersberg für 72.000 Reichstaler und schenkte sie ihrer Tochter und dem Schwiegersohn zur Hochzeit. Der neue Eigentümer, Freiherr von Stolzenberg und seine Gattin, wohnten hier von 1820 bis 1845, trugen leider große Gebäudeteile ab. Also die Hälfte der Abtei wurde niedergelegt, sodass die Einwohner des Kirchspiels sehr betrübt waren, dass sich Rommersdorf ganz anders darstellte. Es war nunmehr ein Schloss, keine Abtei mehr. Die Erben der Stolzenbergs boten das Gut 1845 erneut zum Verkauf an und der Herzog von Arenberg aus Brüssel hatte lebhaftes Interesse daran, diese Anlage zu erwerben und kaufte sie im selben Jahr. Von dieser Zeit an bis in die 1970er Jahre wurde Rommersdorf als landwirtschaftliches Gut verpachtet. Der letzte Pächter, die Familie Hoberg, hat Anfang der 70er Jahre diesen Ort verlassen, sodass eine neue Nutzung für Rommersdorf her musste. Aufgrund primär der landwirtschaftlichen Nutzung wurden natürlich einige Gebäudeteile über die Jahrzehnte hinweg vernachlässigt. Die Kirche ist einem Großbrand im Jahr 1912 zum Opfer gefallen. Die Gewölbe sind eingestürzt. Es war in Teilen eine große offene Ruine. Andere Gebäudeteile waren auch sehr vernachlässigt, sodass Rommersdorf und die Erhaltung der Anlage eine wahre Herausforderung darstellten. Wir befinden uns hier in der einstigen Abteikirche, im Herzstück der Anlage. Sie wurde zu Beginn des 12. Jahrhunderts errichtet, allerdings erst um 1200 geweiht. Sie stellte im Ursprung eine romanische Basilika dar mit zwei Chorflankentürmen, wovon heute nur noch einer existiert,
der andere niedergelegt werden musste aus statischen Gründen, ebenso wie Teile des Langhauses wegen der Statik verschwanden, auch das nördliche Seitenschiff, sodass wir heute eine rudimentäre Anlage haben. Mitte des 14. Jahrhunderts veränderte man den Chor der Anlage, baute einen gotischen Chor anstelle der romanischen Apsis. Dieser Chor mit den hohen Lanzettfenstern zeichnet die Abteikirche heute noch aus. Der Blick schweift dorthin und dort stand auch das Chorgestühl, wo die Prämonstratenser ihr tägliches Gebet abhielten. Rommersdorf ist bekannt dafür, dass französische Baumeister hier agierten und ihren Stil im Übergang von der Romanik zur Gotik im Rheinland rheinischen Übergangsstil bezeichnet, nach hier brachten. Der neue Hausherr hier, der Freiherr von Stolzenberg, hat sogar in der Kirche selbst eine Brennerei eingerichtet. Also der Gottesraum wurde quasi entweiht und hier wurde anstelle der Heiligen Messe Hochgeistiges produziert. Das Brauhaus existierte noch lange Jahre bis um die Jahrhundertwende und wahrscheinlich hat man diese Einrichtung zu verdanken, dass 1912 ein Großbrand hier stattfand, dem das ganze Gewölbe zum Opfer fiel durch die große Hitzeeinwirkung. Und aufgrund dessen war dieser Ort lange Jahre offene Ruine. Es regnete rein. Dieser Part hier, wo wir stehen, wurde landwirtschaftlich genutzt. Hier rüber befand sich ein Pultdach, ein blechernes. Weiter vorne im Chorraum, in der Vierung, wuchsen Weiden und Pappeln. Alles war durchsetzt mit Unrat. Und so kannten wir Rommersdorf in den 70er Jahren, als eben Fördererkreis und Stiftung gegründet wurden. Seitdem ist viel geschehen. Im Jahr 1989 bekam der Turm, der bis dato noch einen Zinnkranz hatte, auch sehr ruinös war, eine sogenannte Welsche Haube zurück, die bis 1875 den Turm schmückte, nach Blitzschlag abgebrannt war. Ein Jahr später kam hier ein Dach drauf, ein neuer Dachstuhl, sodass dieser Raum für kulturelle Zwecke genutzt werden konnte. Seitdem finden in diesem Raum wie in den benachbarten Gärten die Rommersdorf-Festspiele der Stadt Neuwied statt, also Theatervorführungen, Konzerte, A Cappella-Gruppen treten auf. Daneben bieten wir natürlich in diesen Räumlichkeiten auch Veranstaltungen privater Art an. Also es können hier Feierlichkeiten stattfinden, Hochzeiten werden gefeiert in den Sälen, in den früheren Speisesälen. Hier findet die Trauung statt, hier vorne im Altarraum, daher stehen auch die Bänke hier. Also wir hatten bis vor 2 Jahren einen regen Zuspruch an Hochzeiten. In diesem Jahr haben wir wieder eine ganze Menge an Anfragen und hoffen, dass wir die auch durchführen können. Das deutsche Volkslied »Die Gedanken sind frei« ist unvermindert populär. Ich singe es sehr gerne, auch wenn sich die Gelehrten immer noch darüber streiten, wo dieses Lied überhaupt herkommt. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch alles in der Stille und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Stille.
sie tut mir allein am besten gefallen. Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine, mein Mädchen dabei, die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann doch im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Ich bin Alex Lohne, einer der beiden Gründer von der Feinkostmanufaktur Nothausen 1 aus Neuwied. Und ich bin der Florian Kurz, Pächter vom Parkhaus von Nothausen und Mitgründer von Nothausen 1. Die Geschichte von Nothausen geht relativ weit zurück, schon auf 1226 mit einer ersten urkundlichen Erwähnung des Trierer Erzbischofs Theoderich von Wied unter dem Namen noch Hof Neuthusen. Danach ist erstmal eine ganze lange Zeit zumindest nichts, was wir wissen würden, halt passiert, weil danach kam erst um 1635 ein Schultheiß namens Lothar Schmitz aus Leutesdorf, der damals die Gebäude oder zumindest diese Grundfläche als Hof gekauft hat. Circa 100 Jahre später, um 1732, ist dann letzten Endes das Gebiet hier mit den Gebäuden an die Fürstenfamilie zu Wied veräußert worden. Das war der Graf Friedrich Wilhelm zu Wied, Neuwied. Und dessen, ich nehme an, ich weiß nicht genau, Sohn, das war der Graf Alexander zu Wied, Neuwied, hat dann hier letzten Endes 10 Jahre später um 1742 einen Park mit einem kleinen Lustschlösschen und einem Tiergarten erweitert. Der Koalitionskrieg um 1797 hatte dann die Folge, dass hier große Zerstörungen herrschte und um 1800 die noch bestehenden Gebäudeteile abgerissen worden sind. In den 1830er Jahren ist dann anscheinend hier ein Schießstand errichtet worden und ja, man nannte es wohl so Park- und Vergnügungsanlagen mit Restaurantbetrieb. 1900 sind dann letzten Endes die heutigen Gebäude entstanden, so wie sie heute stehen, beziehungsweise auf wahrscheinlich auch Teilen, die vorher schon standen, mit erweitert worden. Und das Ganze ist seitdem das fürstlich-wiedische Parkhotel gewesen. Ja, Ende der 20er Jahre, 1928 war es genau, wurde das Haus dann an die Firma Rasselstein veräußert und diente als Casino, als Restaurant und so als kleines Hotel für Gäste, die empfangen wurden, beziehungsweise Kunden. Also Pächter gibt es meines Wissens seit den 60er Jahren. Das war die Familie Fidding. Dann hat es Anfang der 70er die Familie Rode übernommen. Und meine Eltern haben es dann seit 1995. Also wie gesagt, mein Vater hat die Ausbildung Anfang der 70er gemacht hier und hat es dann 1995 übernommen. Ab dem Zeitpunkt wurde es dann auch für die Öffentlichkeit geöffnet, das ganze Haus. Und wir haben dann Veranstaltungen angefangen, beziehungsweise à la carte Service. In der laufenden Zeit, wo die Firma Rasselstein das übernommen hat, wurde es mehrmals renoviert. So Mitte der 60er das erste Mal. Dann war eine große Renovierung Ende der 70er. Und eine ganz große, das ist der jetzige Stil, wie er jetzt auch noch ist, in den Innenräumen, war 1988 und ist seitdem so im Bestand. 2008 bin ich in den Betrieb eingestiegen als neuer Küchenchef. Wir haben damals gesagt, wir ändern ein bisschen was, wir machen nicht nur eine Stube, wir machen zwei verschiedene Stuben, dass wir sagen, einmal ist Gourmet-Restaurant und einmal haben wir das regionale Restaurant.
dass wir das so ein bisschen getrennt haben, dass ja, sag mal, nicht so ein gezwungener Rahmen da ist. 2010 haben wir dann den ersten Michelin-Stern bekommen. Da hat sich natürlich einiges verändert. Dann kamen also nicht nur Gäste aus der Region direkt, sondern auch von weiter weg, aus Richtung Köln oder Frankfurt. 2010 haben wir dann beschlossen, auch den zweiten Part, also nicht nur das Gourmet-Restaurant zu erneuern, sondern haben wir auch das regionale Restaurant, das haben wir dann umbenannt in die Brasserie, wo wir noch verstärkter in die regionale Produkte reingegangen sind und mehr in die Werbung. Das Gourmet-Restaurant, das lief bis 2020. Dann haben wir aus personellen Gründen, also momentan ist es ganz, ganz schwierig, Personal zu bekommen. Und mit der Corona-Krise haben wir dann gesagt, wir schließen das und verzichten auf den Stern. Ja, wir kennen uns eigentlich schon seit Schulzeiten und haben 2015 beschlossen, eine kleine eigene Feinkostmanufaktur für verfeinerte Speiseöle zu gründen. Und ja, auf die Idee, wie sind wir drauf gekommen? Ja, im Grunde genommen ging es eigentlich darum, dass wir im Zuge mit der Brasserie im Restaurant nicht nur den Klassiker wie Butter zum Brot reichen wollten und auch mal irgendwie in eine andere Geschmacksrichtung reingehen wollten. Ja, die Öle sind danach so beliebt gewesen, dass halt immer mehr Gäste danach gefragt haben, ob sie denn so eine Flasche Öl auch kaufen könnten. Und wir wollten dem Wunsch irgendwie nachgehen und haben dann zuerst auch mal einfach nur einfache Etiketten, die wir per Hand beschriftet haben, gebastelt. Und ja, das Ganze wurde ein bisschen anstrengend. Und demnach haben wir dann halt eben beschlossen, dann produzieren wir es einfach richtig. Ne? Ja. Nothausen selber liegt im Stadtteil Segendorf, also zwischen Segendorf und Niederbieber, direkt an der Wied. In Nothausen gibt es noch einen schönen alten Baumbestand, der hier auch bei uns im Park zu sehen ist. Wir hoffen irgendwann auch auf Wanderer, gibt es leider so noch nicht. ja, also es ist auf jeden Fall eine traumhafte Kulisse, direkt eigentlich auch neben alten Industrieanlagen. Man kriegt davon aber nichts mit, es ist wirklich wie im Kurzurlaub, kann man eigentlich sagen. Wir haben auch viele Hochzeiten und die sind sehr, sehr beliebt hier in dem Haus durch diesen alten Park und diese Schlossanlagen. Für Familienfeiern wird es auch sehr, sehr gerne genutzt. Dann können halt eben die Eltern auf der Terrasse speisen und die Kinder im großen Park dann spielen. Ja, also zum Thema Wein. Wir arbeiten natürlich sehr, sehr viel mit regionalen Winzern. Wir haben ein direktes Anbaugebiet Mittelrhein hier, beziehungsweise den Weinort Leudesdorf. Und da haben wir verschiedene Veranstaltungen, gerade in der Frühlings- und Sommerzeit, die wir mit den regionalen Winzern begleiten. Das sind so, ich sag mal, Spargelmenüabend oder auch jetzt während der Corona-Zeit, wo man nicht ins Restaurant konnte, habe ich mit einem Winzer zusammen eine Online-Küchenparty gemacht, dass man einfach so den Gast nochmal einfängt in dieser Zeit. Ja, wir würden uns freuen, Sie vielleicht mal als Gäste hier begrüßen zu dürfen. Kommen Sie jederzeit vorbei, um sich auch einfach mal das Gebäude und die Umgebung anzuschauen. Und wir verkaufen hier auch unsere Öle und wir freuen uns auf Sie. Schönen alten Liedern werden Erinnerungen wach. Erinnerungen heißt auf Französisch Souvenir. Die Deutschen sagen aber immer Souvenirs. Und es gibt eine wunderbare swingende Rockabilly-Nummer von Bill Ramsey aus den 60er Jahren, die hieß Souvenirs, Souvenirs. Souvenirs, Souvenirs. Kauft die Leute, kauft sie ein. Denn sie sollen wie das Salz in der Lebenssuppe sein. Von der Gitarre eine Seite, die Elvis schlug. Und den Verschluss der Bluse, die Gilolo trug. Souvenirs, Souvenirs aus Paris und Cannes. Einen Hut vom Chevalier und einen Brief vom dritten Mann. Von Ricky Nelson eine Pfeife, von Sterling Moss den Führerschein. Souvenirs, Souvenirs,
kauft ihr Leute, kauft sie ein. Charlie Chaplins Schuh und die Cassius Cup. Von der Gabo eine Brille und von der Mondo einen Schwamm. Von Louis das weiße Tuch, das die Trompete hält. Und von Eddie die Pistole mit ihrer Gangsterfels. Souvenirs, Souvenirs einer großen Zeit sind die bunten Träume unserer Einsamkeit. Sie lassen alle mal was liegen, die Großen dieser Welt. Und das sind die Souvenirs, die man überall erhält. Wow! Herzlich willkommen hier bei uns in dem schönen Feldkirchen am Rhein. Mein Name ist Horst Schneider, ich bin ein Kind dieser Gemeinde, habe hier meine Taufe erfahren, meine Konfirmation, meine Trauung und jetzt irgendwann auch die Beerdigung. Die Feldkirche ist eine der ältesten Kirchen hier im Engelsgau. Schon um 800 herum hatte man hier eine Holzkirche errichtet mit schweren Holzbalken und traf sich dann in diesem Kirchenraum. Am 27. Dezember 1944 fielen hier auf die Kirche Bomben. Der Chor wurde gänzlich zerstört, das Dach wurde abgetragen und wurde dann wieder repariert, flog aber beim nächsten Sturm wieder von dannen. 1948 bekamen wir einen neuen Pfarrer hier in die Gemeinde, ein junger Mann, dessen Hauptaufgabe es war, den Wiederaufbau dieser Kirche zu organisieren und leiten. An einem Nachmittag erschienen zwei Herren. Ein Herr stellte sich als Meistermann vor, der Interesse daran hätte, die Löcher dieser Kirche zu gestalten. Geldmittel waren zu dieser Zeit nicht vorhanden. Auch Baumaterial fehlte. Der BIMS in den Feldern sollte die Grundlage für die Gestaltung der Fenster werden. Man kam überein, dass die Fenster nach und nach entstehen sollten, so wie gerade das Geld aus den Feldern zur Verfügung stand. In einem dieser Fenster hat Professor Meistermann die Szene mit dem Vulkan und den Geldmitteln festgehalten. Der Vulkan bricht aus, wirft BIMS aus und liefert uns das Bargeld. Pfarrer Keller lieferte die Bibelverse als Grundlage zur Gestaltung der Meistermann-Fenster. Und Meistermann durfte ohne irgendwelche Muster die Fenster gestalten. Die Gemeinde, so habe ich es als Kind aufgefasst, war entsetzt über diese modernen Fenster und brauchte lange Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Im hohen Alter von Karl Ernst Keller sahen wir uns genötigt, den Inhalt der Fenster schriftlich festzuhalten. Ich übernahm diese Aufgabe und diskutierte oft mit Pfarrer Keller. Das eine Fenster mit dem Abendmahlkelch brachte uns in der Meinung auseinander. Ich sah auf der Oberfläche des Kelches eine Oblade liegen. Etwas, was für einen reformierten Christen nicht möglich ist. Keller war entsetzt über meine Ansicht und stellte fest, dass am Fuße des Römers doch ein Brocken Brot liegen würde. Wir kamen überein, dass wir die Oblade anerkannten
und den Brockenbrot ebenfalls und deklarierten das Ganze zum ökumenischen Fenster. Die ersten Jahre schuf Meistermann noch verhältnismäßig gegenständliche Fenster. In dem oberen Bereich sind die Fenster aber abstrakter. Hier gab Keller die Losung vor, es soll die österliche Zeit dargestellt werden. Zum Gesamtensemble dieser Feldkirche gehört auch die Gerichtslinde. Ein mächtiger Baum, allerdings hohl, denn ein Blitzschlag hat das Innere ausgehöhlt und verbrannt. Fälschlicherweise wird diese Linde auch als Fehmlinde bezeichnet. Es war nie eine Fehmlinde, sondern eine Gerichtslinde derer von Wied. Für mich ist diese Kanzel auch eine Besonderheit. Sie ist aus Kupfer und hat als Aufgangsgeländer eine Schlange. Pfarrer Keller wollte daran erinnert werden, keine Falschaussagen während der Predigt zu machen. Mich hat diese Kanzel ins Schwitzen gebracht, als ich mit meiner Familie zum sonntäglichen Gottesdienst ging und zum ersten Mal durfte mein Sohn dabei sein. Ich merkte, dass er bei der Predigt unruhig wurde und plötzlich stand er auf, kam zwischen meine Beine und wies auf den Pfarrer. Wie kommt der in das Bierfass? War seine laute Frage. Ich merkte, dass ich schnell eine Antwort geben musste, bevor die Frage noch lauter kommen würde. Das ist kein Bierfass. Das ist die Kanzel und ich zeig dir nach dem Gottesdienst, wie der Pfarrer da hineinkommt. Den Schulkindern erzähle ich gerne die Geschichte, wie Wollendorf zu seinem Namen kam. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, über die die Kinder nachher auch abstimmen dürfen. Die eine Möglichkeit: vom Kloster in Andernach wurde die Familie Ecker mit Schafen auf die rechte Rheinseite geschickt, um hier zu siedeln. Die Schäfer brachten sie zum Markt nach Andernach. Es waren also die Leute mit der Wolle. Sie kamen aus Wollendorf. Die andere Möglichkeit: hier in den Wäldern waren die Wölfe zu Hause. Sie machten der Bevölkerung große Schwierigkeiten und daher entschloss man sich, eine Wolfsgrube zu bauen. Diese Wolfsgrube sollte die Wölfe vernichten. Aus der Grube heraus hörte man die Wölfe heulen. Die Andernacher sagten dann: hört, aus dem Berg dort drüben heulen die Wölfe. Also kam der Name Hüllenberg, Heulenberg zustande. Die Kinder der Schule entschlossen sich zu 99% für die Wolfsgeschichte, für den Namen von Wollendorf. Die Wolle-Geschichte war ihnen zu harmlos. So ruhig wie jetzt war es in dem Turm während des Durchsässischen Krieges nicht. Hier tobten die Kämpfe. Der hiesige Pfarrer hatte den Grafen zu Wied gewarnt, Partei
für den Erzbischof Truchsess zu nehmen. Der war übergetreten zum protestantischen Glauben, weil er heiraten wollte. Die Dörfer hier rundum wurden vernichtet. Gräueltaten wurden begangen. Schlussendlich endete der Kampf durch die Einnahme des Turms durch die katholische Seite. Aus Rache nahm man hier die Glocken ab und transportierte sie nach Remagen. 1589 gab der Graf zu Wied den Auftrag, in Köln eine Glocke zu gießen. Bemerkenswert auf dieser Glocke sind die Wappen des Grafenhauses und das Wappen der Gräfin. Auf dem Wappen der Gräfin ist bemerkenswert, dass sich der Schwan dem Pfau zuneigt. Zu dieser Zeit ist es nicht üblich gewesen, dass die Frau mitbestimmt hat. Aber hier wird deutlich gemacht, dass die Gräfin nicht nur im Haus etwas zu sagen hatte, sondern auch bei der Regierungsarbeit. Zwischen Engers Block und der Stadt Neuwied liegt das Engerser Feld und da befinden sich eben viele Baggerseen aus den alten Zeiten. Und in den 50er und 60er Jahren war das für alle die, die nicht an die Côte d'Azur oder die Costa Brava fahren konnten, mindestens genauso schön und gebaggert wurde damals auch. Wenn uns die Sonne im Sommer auf de Schädel brennt und uns de Schwäß Henne und Viere runner rennt, sucht jeder Menschenplatz schön schattig Kiel. Et hätt auch jeder gleich aner Ziel. Der geht zum Rhein im Schwimmbad, da ist nix mehr frei. Schrubbt sich der Häm auf, et is ihm auch nicht einerlei. Ich guck mit Schrecken mein Portemonnaie, drum geh ich lieber an de Baggersee. Oh, schöne Sommerszeit am Strand vom Baggersee, wo manches Fisch streckt sein Schwänze in die Hie und auch manch liebes Paar sich picht bei Wattentour und schmatzt und knutscht sich auf. Toujours, toujours, da ist e Liebe, e Gebrüll, da geht es rund. Hey, plärzt de Radio und hinne bellt de Hund. Und von der Sena hit, dat Josephin, e traut sich Josche bis zum Nabelrin. Und Masse, Onkel, Patte, Tante und Verwandte. Mit schwer mit der Kennerware und Trabande. Die Love da erin wie im Paradies. Und Krater Josephin, ist dat nit süß. Oh, schöne Sommerszeit am Strand vom Baggersee, wo manches Fisch streckt sein Schwänze in die Hie. Noch manch liebes Paar sich picht mit Wattentour und schmatzt und knutscht sich auf, toujours, toujours. So mancher Schmeckerlecker trifft doch hei sein Schätzje mit Stelzebandjob und mit schminkverschmiertem Frätzje. Eine dicke Rentnersfrau, die ist so frei, hey doch an Land, der Rettungsref immer dabei. Wie tun sich da die Liebesperge amüsiere? Werdet sie es, dann gehen sie in den Wald spazieren. Suchen ne Plätzchen aus, schön wäschen Moos und singen glücklich und säulos. Oh, schöne Sommerszeit am Strand vom Baggersee, wo manches streckt sein Schwänzchen in die Hie und auch manch
liebes Paar sich Pischpatpatur und schmatzt und knutscht sich auf, toujours, toujours. Und schmatzt und knutscht sich auf, toujours, toujours. Und schmatzt und knutscht sich auf, toujours, toujours. Take me over to the north side so I can find my way. Lord knows I've walked the south streets, I've wasted hearts and days. So take it all, take everything from me and bring it on. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolfgang Herbst. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Altwied. Heute befinden wir uns auf der Burgruine in Altwied. Herzlich willkommen in dem schönsten, jedenfalls für mich schönsten Stadtteil Neuwieds. Mein Name ist Liane Herbst und ich freue mich, dass ich Sie als Ortsvorsteherin von Altwied auf unserem Rundgang durch Altwied zusammen mit meinem Mann mitnehmen darf. Mit der Errichtung der Burg durch Metfried von Wied wurde ca. 1129 begonnen. Er war der erste Graf des Grafenhauses und nach ihm wurde diese Grafschaft benannt. Etwa ab dem 12. Jahrhundert siedelten sich Bauern und Handwerker im Schutze der Burg an. Die Burg war vollständig autark. Sie hat einen 30 Meter tiefen Brunnen, aus dem sich ausreichend Wasser für Mensch und Tier schöpfen lässt. Hinter mir sehen Sie den 22 Meter hohen Bergfried. Dies ist die erste Einrichtung als Schutzmauer, die gleichzeitig auch als letzter Zufluchtsort für die Bewohner dient. Sie wurde an einem strategisch günstigen Ort gebaut. Sie thront 30 Meter steil über der Wied. Sie hat einen Geheimgang, der aus ihrem Zentrum bis hinunter zur Wied führt und im Krisenfall als Versorgungstunnel genutzt werden könnte. Die Burg selbst wird von der Wied in einer 90-Grad-Schleife umschlungen und ist somit geschützt. Die Burg ist heute eine Ruine. Sie wurde nie bekämpft, belagert oder zerstört, sondern sie wurde im 18. Jahrhundert als Steinbruch genutzt, um die Festung Ehrenbreitstein nach der Besetzung durch Napoleon zu reparieren. Die Burg selbst wurde bis 1690 von den Grafen zu Wied bewohnt. Danach fiel sie in einen Dornröschenschlaf. Die letzte Bewohnerin der bereits zerfallenen Burg hat hier zwischen 1750 und 1800 gewohnt und wurde als eine Witwe benannt. Danach wurde die Burg dem Verfall freigegeben, bis in den 80er Jahren der Heimatverein Altwied e.V. sich der Erhaltung der Burg annahm. Die Burgruine ist heute aus sicherheitstechnischen Gründen nicht frei zugänglich. Sie kann für Events gemietet werden. Der Heimatverein bietet auch Führungen auf Anfrage an. Hier befinden wir uns vor dem Carmen-Silber-Zimmer auf der Burg Altwied. Carmen das Lied und Silber der Wald. Von selbst gesungen das Waldlied erschallt. Und wenn ich nicht am Wald geboren wär, dann säng ich die Lieder schon selbst nicht mehr. Den Vöglein habe ich sie abgelauscht, der Wald hat sie mir zugerauscht. Vom Herzen tät ich den Schlag dazu, mich singen der Wald und das Lied dazu. Carmen Silber war der Künstlername der Elisabeth Pauline Ottilie Luise, Prinzessin zu Wied. 1881 verwendete sie erstmals das Pseudonym Carmen Silber. Die Bedeutung ihres Künstlernamens erklärte sie in dem vorangegangenen Gedicht. Elisabeth wurde 1843 als erstes Kind des Fürsten Hermann von Wied und dessen Frau Marie, Prinzessin von Nassau-Weilburg, in Neuwied geboren. Carmen Silbers Leben war geprägt von ihrem Einsatz für die Kulturbildung in ihrer rheinischen Heimat und in Rumänien. Sie war daneben selbst künstlerisch tätig, vornehmlich als Dichterin
aber auch in der Malerei. Sie förderte und initiierte zahlreiche karitative Einrichtungen. Das brachte ihr den Ruf einer gütigen und wohltätigen Landesmutter ein. Ob Carmen Sylva hier im sogenannten Carmen Sylva Zimmer auch tatsächlich Gedichte geschrieben hat oder gar hier zu Besuch war, ist mir nicht wirklich bekannt. Jedoch trägt dieses alte Gemäuer immer noch ihren Namen. It's because I am just a wandering man that I need you now to take my legs, or else I'll ramble on until I wreck the song. Wandert man von der Burg hinunter ins Dorf, so fällt der Blick rechter Hand auf unsere kleine, aber feine Altwieder Kirche. Kirchen sind steingewordene Geschichte. Sie erzählen von Himmel und Erde. Sie sind Edelsteine unserer Kulturlandschaft und geben Orten einen unvergleichlichen Anblick. So unsere Kirche. Mit diesen Worten wird die über 650 Jahre alte Altwieder Kirche liebevoll in einem Buch des Architekten Klaus Georg, der selbst viele Jahre lang Bürger von Altwied und Vorsitzender des Heimatvereins war, und dem Maler und Kunstpädagogen Uwe Langnickel beschrieben. Hinaus aus dem alten Ortskern, durch das Burgtor hindurch, führt uns der Weg zu unserer schönen historischen Steinbrücke. Seit etwa 1589 werden die ersten Brücken über die Wied im heutigen Ortsgebiet erwähnt. Es existiert eine Zeichnung von 1837, die bereits eine zweibögige steinerne Brücke, sehr ähnlich dieser, jedoch mit einem hölzernen Gelände, zeigt. Bekannt ist, dass das Vorgängermodell dieser zweibogigen Brücke einem Eisgang zum Opfer gefallen ist. Spätestens 1860 erhielt diese Brücke eine steinerne Brüstung und auch steinerne Auffahrten. Danach hat sich das Aussehen der Brücke nicht verändert und es diente häufig auch als Postkartenmotiv. Während der Inflation 1923 druckte der Kreis sogar das Brückenmotiv auf die Rückseite des 500.000 Markscheines. So hielt sie allen Eisgängen und Hochwassern stand, diese herrliche steinerne Brücke, bis sie dann am 22. März 1945 der menschlichen Dummheit zum Opfer fiel. Eine kleine Truppe von Soldaten sprengte die damals militärisch völlig uninteressante Brücke in die Luft. Bis 1949 diente dann ein Notübergang als Wiedquerung. Erst im Jahre 1949 konnte die heutige Brücke nach altem Vorbild wiederhergestellt werden. Nun steht die steinerne Brücke als eines der Wahrzeichen als Wied schon über 70 Jahre und trägt zum Erscheinungsbild unseres romantischen Ortes bei. Überquert man die Brücke von der Straße im Wiedtal kommend, so führt der Weg links zum Ortsteil Brückenstein und rechter Hand führt der Weg für Radfahrer, Spaziergänger und Wanderer entlang der Wied weiter hinein ins schöne Wiedtal. Wenn Sie die vielen Eindrücke unseres romantischen Örtchens aufgenommen haben, dann empfiehlt es sich, an der Wied entlang zu wandern, bis Sie über eine hölzerne, überdachte Fußgängerbrücke die Laubersmühle erreichen. Hungrig und durstig von der Wanderung kann man hier gut bürgerlich speisen. Während man im Mündungsbereich des Laubachs dem plätschernden Wasser des Baches lauscht, der das große Wasserrad der Laubachsmühle, einer ehemaligen Pulvermühle aus dem 18. Jahrhundert, hier antreibt. Hier beenden wir unseren Rundgang und hoffen,
sie ein wenig neugierig gemacht zu haben auf unsere schöne, nahe Umgebung. Wandern Sie doch selbst einmal auf den zahlreich vorhandenen Wanderwegen, die auch in vielen Wanderführern zu finden sind. Und gehen Sie selbst auf Entdeckungsreise. Alles Gute und herzliche Grüße aus Altwied. I saw the world crumbling, and that's all right with me.